Hallo. Ja, es ist unglaublich sympathisch, auch beim letzten Mal mit dem Tafeln hochzeigen, mich da zu beobachten. Das ist total witzig gewesen. Das ist so gezögert. Ist das schon okay? Ich weiß es nicht. Ja, ich wohne in Wien und bin jetzt hier. Aber es ist trotzdem schön, hier zu sein. Und ich mache jetzt diese Slam-Geschichte schon circa 2 Jahre oder so. Und wurde letztens bei so einem ländlichen Familienfest mal gefragt, dieses Poetry Slam, was ist denn das? Und dann wusste ich so nicht, das Ganze so richtig zu erklären oder was ich damit bewirken will. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach einen Text über. Und das ist der Text über Texte bei Poetry Slam. Und es wurde vorhin schon mal angesprochen von Manuel. Da kommt dieses Wort Tinder vor. Ich glaube, die meisten Leute kennen das. Das ist eine Dating-App, wo man so nach rechts und links swiped und sie die Menschen sagt, ob man sie mag oder nicht mag. Und das ist einfach nur zum Verständnis wichtig. Der Text geht so. Ich bin es leid, Phrasen zu schlagen, wie ein guter Vater seine Kinder. Denn nicht nur zur Bewertung von Menschen benutze ich Tinder. Ja, für meine ganzen ach so kritischen Texte. Ja, da komme ich nicht mehr nach links und rechts zu swipen. Ich bewege mich in einem selbstverliebten Meinungsraum. Drehe mich am Ende einfach nur im Kreis, wenn ich als Mensch mit Wortdurchfall eigentlich nichts zu sagen weiß. Trotzdem bin ich mit meinem geistigen Horizont begeistert, wie ein intellektueller Vater der Wahrheit Meister wurde im Laufe der Zeit so. Phrasen, wie das hier ist. Ey, Luther, 95 Thesen ist für mich ein lauer Montagvormittag. Ich revolutioniere täglich den Gesellschaftsvertrag. Thesen an Kirchenwände zu schlagen, ne? Schafft doch schon, Amateur, ich bin Deeper, Kritik, Shit, Entrepreneur, Alter, mit dem Smartphone in der Hand, blick dich durch den sozialen Dickicht. Bin zwar verstandsentlebt, aber das ist egal. Smart ist schließlich schon das Endgerät. Aber genügt der Honig um den Bauch, Pinselei, ich mutiere jetzt zur Deepen, Kritik, Shit, Polizei. Ach, was sage ich, ich ersetze den ganzen Justizapparat, denn ich disse Ungerechtigkeit hart. Ja, wenn ich hier fertig bin, dann ist Ungerechtigkeit Geschichte. Ich mach sie mit meinem Wortdurchfall zunichte. Toleranz, ne? Schon wichtig, oder? Nachhaltigkeit? Ist auch wichtig. Witze über Benachteiligte finde ich schlechter. Nazis auch. Der Typ, der nackt für den Feminismus durch die Straßen rennt, der erntet einen Super-Like, weil bei der Debatte endlich mal jemand Eier zeigt. Ah, fuck. Mein roter Faden zieht Serpentinen, aber mich langweilt eben so eine Argumentation auf Schienen. Wie will ich denn einen Slam gewinnen, ohne allgemeingefällige Phrasen zu schwingen? Ja, sie bestechen mich mit sinnhafter Durchgängigkeit, ermöglichen aber eine gemütsschonende Vertraulichkeit. So klingen all meine Texte wie ein Lehrstück von Bertolt Brecht in schlecht. Sie sind am Sinn entleerter Leere, reich schwimmen mit vielen anderen dorthin. In diesem Regen aber nichts sagen, Teich, da muss selbst Bertolt in seinem Grabe brechen. Ich werde nicht mit scharfen Gefühlspatronen brechen, ja. Jeder Satz wird jetzt hier heiß, emotional in den Stein gebrannt. Damit meinen wir das jetzt. Selbst jedem Kieselstein bekannt, ja, sogar der Kies vor meiner Tür vergießt eine Träne. Das Leben ist mich lebenswert. Ich stehe mit dem Gesicht vor der weißen Wand und wünsche mich, dass wohl Träume wahr werden. Land möchte an der Küste Cocktails aus Erfüllung schwirren, mit einem Dopamino-Sunrise, die Morgenstunden würzen. Aber hey, ich muss ja gar nicht in die Ferne schweifen, es reicht, der weißen Wand den Rücken zu zeigen. Ich drehe mich einfach um und die ganze Welt steht offen vor mir. Gebt mir Stift und Papier, damit ich alsbald diese Jahrhunderterkenntnis propagiere. Steht jeder Mann im Gesicht dann und macht alles am beschwertesten. Dann dreh dich um und zeige deinen allerwertesten. Mensch, Bertolt, warum beschmeißt du dich jetzt mit Kieselsteinen? Weise Worte spücken noch um mein Textgewand. Warum schmeißt du mir ins Gesicht eine Prise Sand? Der schreiberische, das unverfestigte Sediment lähmt meinen schreiberischen Ausdruck. Nein,
Nicht steirischer Ausdruck, das versteht doch eh kein Mensch. Meine schriftstellerische Expression gleicht nur noch einem Hämatom. Ein blauer Fleck am großen Zeh, der alsbald verschwindet und damit mein Dasein auf dem Pfad der Wahrheit, wenn ich münde, bin leer an Wort geraubt. Die Wiese unter diesem Phrasenbaum ist leer geklaut. Schön, Bertolt. Jetzt hast du dein Ziel erreicht, dass bald nur noch der Intellektuelle schreibt, aber wer definiert diesen Intellektuellen? Denn was für den einen Genie ist, für den anderen ein schwerer Unfall. Vielleicht geht es bei einem gar nicht um gut, schlecht, wahr oder dumm, sondern einzig um die Frage, warum. Vielen Dank.